Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Tiles. Ich habe jetzt mal die Mobform soweit fertig gebaut vom Grundding und schon mal die Enderperlen geformt, die wir jetzt halt für die Wireless Receiver und so und Transmitter brauchen. Okay, als erstes brauchen wir einen Transmitter. Dazu brauchen wir schon mal eine solche, beziehungsweise da kann ich gleich alle durchmachen, weil ich die alle brauchen werde. Kann ich doch alles decken, ja. Und dann kann ich auch gleich alle in das machen oder auch nicht. Für die da brauche ich. Es muss unbedingt Obsidian Toolrod sein. Na klasse. Okay. Dann muss das hier mal weg. Ja, komm schon. Jetzt hat er den da auch gleich mit reingeschmissen. Na, das brauche ich gar nicht. Wo ist es hier? Ist das da das Toolrod? Toolrod, das hier brauche ich. Da muss jetzt halt Obsidian mit rein. Das wird jetzt ewig brauchen zum Durchschmelzen. Da brauche ich. Boah, ich kriege aus einem, glaube ich, dann vier solche raus. Ja, 31 durch 4. Ich glaube, ich muss mindestens 7 Stück machen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Da müsste am Schluss sogar was übrig bleiben für ein oder zwei. Na, es müssen sogar noch mehr sein. 8. Weil 4 mal 7 sind 28 und ich brauche ja 31 mindestens. Und jetzt komme ich dann auf 32. Ja, gut. Was brauche ich sonst noch? Stone Slabs müsste ich noch haben. Stone Bowl, da brauche ich noch. Ich habe 5 Stockwerke mal 6 Stück sind 30. Ja, okay. Stimmt, ich brauche 30 solche Bowls. Machen wir die schon mal, bis da drüben das Obsidian fertig ist. Na, ich will jetzt nicht Shift-Click machen, weil sonst habe ich da 64 und die. Ah. Gut, habe ich eh schon zu mehr, als ich benötige. Ist das jetzt soweit? Immer noch nicht. Jetzt habe ich eigentlich alles bis auf die Hots. Naja, das ist das von Applied Energy Sticks. Das bringt mir hier nichts, sondern ich brauche wirklich diese hier. Und dass die jetzt mit Obsidian Hots sind, das ist echt nervig. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann machen wir gleich schon mal den einen Transceiver, nicht dass ich am Schluss mich bei irgendeinem verklicke und dann gehen wir die Materialien aus. Ja, da fehlt jetzt halt gleich mal das. Jetzt muss ich direkt nochmal nachschauen. Brauche ich da auch mehr als. Gut, also kann er eigentlich gleich nochmal 8 Stück reinschmeißen. Wenn ich dafür jedes gleich 2 brauche. 7, 8. Kommen die auch noch rein? Das wird dann etwas dauern. Naja, es geht ja halbwegs. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Naja, ich habe auch erst 12 Stück oder so. 15 sogar. Mit dem, wo ich schon verbraucht habe, waren es dann 17. Sechs Stück, das reicht, dass ich zumindest schon mal den ersten Stockwerk anschließen kann. Dann machen wir doch das. Weil der Rest ist ja dann bloß Wiederholung und ja, das kann ich auch offscreen machen. Monsterfarm. Ja, ich hab
Natürlich nochmal 6 Transmitter und keine Receiver gebaut. Klasse. Da brauche ich dann das hier eh. Wenn ich jetzt halt hier hergehe. Ja. Stellen wir einfach mal auf 100. Dann muss ich eh wieder zurück. Ja, den Rest mache ich dann wieder offscreen, weil das einfach zu nervig jetzt ist. Wieso habe ich davon 6 Stück? Die brauche ich doch nie. Und die Enderperlen muss ich wieder farmen. Weil die habe ich natürlich jetzt auch verbraucht. Ah, da muss ich jetzt erstmal das hier bauen. 9 Stück kann ich noch machen. Ah, das ist doch jetzt halt echt. Boah. Das nervt mir jetzt, dass ich das schon, dass ich das so dämlich mich vertan habe. Jetzt ist die Frage, muss ich das andere da drin noch umstellen? Ich glaube, ja. Das muss ich jetzt auch noch überall machen. Das ist für die Lampe. Weil ich habe da pro Stockwerk auch Lampen verbaut. Die sieht man bloß von unten, weil ich habe einen doppelten Boden gemacht. Dann hier wieder eine hin und anschließen. Na komm, da. 100. Und hier die letzte, dann sollte das unterste Stockwerk zumindest schon mal passen. Dass wenn ich jetzt halt einschalte. Wieso gehen die Lampen nicht aus? Die kriegen schon ein Signal, oder? Aber sie geben es nicht weiter. Und die hier? Muss ich die jetzt halt einmal umdrehen? Muss ich die so rum platzieren? Jetzt, die muss ich andersrum platzieren. Also muss ich die jetzt alle nochmal andersrum hinsetzen und nochmal einstellen. Jetzt kriegen die auch ein Signal und jetzt sollten die Lampen aus sein. Ja. Weil dann kann ich über einen Schalter das Ganze hier aktivieren und deaktivieren. Ist jetzt nicht unbedingt die effizienteste Monsterform oder die ressourcensparendste, vor allem für ein Modpack, wo du einfach Spawner platzieren kannst. Aber ganz ehrlich, mir gefällt diese Art der Monsterform besser als die anderen. Und da können jetzt überall keine Monster spawnen. Weil ich glaube, oben habe ich erstens noch einen Deckel offen lassen. Ja. Wenn ich den zumache, dann müsste, glaube ich, zumindest im untersten Feld müssten die Monster spawnen können. Ja. Wenn ich jetzt halt wieder einschalte, dann drin in der Ecke. Aber so ist der Großteil schon mal aus. Und ich habe Inverted Lamps genommen, dass wenn ich einschalte, also ausschalte, dann gehen die Fans aus und die Lampen an. Und wenn ich es dann wieder einschalte, gehen die an und die Lampen aus. Ja, ist eigentlich logisch. Okay. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.